Zone miteinander und willkommen zur Abschlussfolge, muss man erstmal sagen, zur Space Haven. Ich denke, wie gesagt, so viel mehr können wir hier gar nicht sehen. Wir müssen das Schiff noch fertig bauen, ja. Und wir werden dann wieder reinschauen, wenn mehr Content drin ist. Ja. Echt, das ist ein ziemlich großes System, witzigerweise hier tatsächlich. Ja, also keine Ahnung, es ist halt zwingendermaßen ein bisschen schwer, sich zu motivieren, einfach weiterzumachen, weil dieser kleine Survival-Aspekt, man hat halt kein größeres Ziel oder so vor Augen, also nicht wirklich. Da dieses Ding finden, aber wenn es dann darauf hinaus ist, dass man halt jedes Mal irgendwie 5 Minuten halt Spannung hat, weil man einen Kampf hat und dann 3 Stunden halt erstmal dann fest sitzt, weil man alles salvagen will, schwierig, ne? So. Das sind Umbauen hier, wir können ja theoretisch dann irgendwann hier weitermachen. Wenn jetzt, sag ich mal, signifikantere Updates rauskommen. Ja, wir brauchen mehr Höhlenblöcke. Ja, sehr schön, Sui macht sie auch schon direkt, perfekt. Pause machen. Ja, und halt diese vollen Lager. Ja. Man wird sich darüber erst der Zukunftsstorm dann Gedanken machen müssen. So. Ja, dann machen sie mal hier. Ich Sui, wichtig ist nochmal, ne, die ganzen wichtigen Dinger beliefern. 39. So, jetzt ein paar Blöcke. Muss ich noch jemand, also ich denke, es ist ja nicht mehr viel, was fehlt, ehrlich gesagt. Und ich muss mal noch anschließen, halt, da. Machen wir einfach so hier. Ja, ist nämlich besser. Das ist wieder alles angeschlossen, perfekt. Dann, ja, machen wir jetzt mal die Wand hier rein, ne? So eine schöne, schicke Wand. Das ist ja der Korridor hier, jetzt machen wir auch hier den Durchgang. Was wir hier dahinter machen, das ist halt die nächste Frage. Also wir könnten natürlich noch mehr Herstellungszeug machen. Ah, der Komposter, der ist tatsächlich neu. Du machst aus den ganzen anderen Zeug. Dünger ist das, glaube ich, und Kohlenstoff, ne? Fasern. Ich meine, wir könnten es ja mal direkt hier irgendwie. Das würde ja eigentlich hier ganz gut passen, war. Weil ist das? Das ist ja eine normale Maschine. Kostet, sagt Organischer, zu Wasser und das sind Materialien. Ja, es ist genauso wie das Wasserding, da mehr Recycle-Systeme. Ja. Ja, brauche ich mal hier hin. Das aber war, glaube ich, das Einzige, was ja, sich alles um 1 verschoben. Ja, es kommen also nach und nach so Kleinigkeiten rein hier. So ist das nicht. Los Composteros. Okay, Hüllblöcke haben wir jetzt genug. Jetzt müssen wir noch jemanden bauen. Wo ist denn Trikul eigentlich? Da. Der trägt Sachen da runter ins Lager? Okay. Jetzt ist erstmal wieder Pause offensichtlich, ja? Hm. Gut. Ja, natürlich. Wir warten mal ab, ja? Das ist das Einzige, was ich noch fertig bekommen will hier, dieses Ding. Hier. Die Füßchen unseres Schiffes. Damit er auch laufen kann mit seinen Bazooka-Armen, ja? Und das ist ja hier.
Oh nein. Oh nein. Seht ihr das? Der ist innen und der ist außen. Oh Gott. Ich kann ihn gar nicht anders bauen hier. Was? Wie? Okay. Na gut, wenn es keine Wahl gibt, dann gibt es auch keine Qual. Ja, mach mal weiter hier. Schlafen los, schneller schlafen, auf geht's. Ich hätte schon ausmachen können, ja? Bisschen Strom sparen wäre schon in Ordnung. Och mein Gott, Kater, was ist denn los? Mau! Was ist denn? Kannst du mir auch Gesellschaft leisten hier. Bald Platz ohne Ende. Hier, dann komm. Ich kann es nicht mit dir spielen. Ich spiele hier selber. Das ist der geheime Grund, wieso er immer kommt. Er ist neidisch. Will auch spielen. Ach, meine Güte. Ich bin froh, wenn das Update kommt, dass man Roboter bauen kann. Da können wir diese ganzen Arbeiten hier erledigen lassen. Das ganze Logistikzeug. Jetzt mal keine Höhenblöcke mehr. Das sollte eigentlich ausreichen, die 10 Stück, die wir gerade haben. Jetzt alle am Abernten. Ah ja, guck mal hier. Biomasse. Zurücksetzung im Gange. Sehr schön. Kompostiere den ganzen Spaß. Sieh schon, das Spiel wird dahingehend entwickelt, dass wir einfach alles wieder zurückbekommen, was wir einsetzen. Nein, nicht alles, aber zumindest ein Teil. Es ist ja schon in Ordnung. Es ist ja echt, es ist ja auch total realistisch. Man würde ja immer versuchen, in so einem Schiff halt nicht so quasi das Zeug verbrauchen und den Müll irgendwie hinten rauskippen, ja. Das ist immer so alles zu recyceln. Macht ja absolut Sinn. Ernsthaft, jetzt ist ja ein Ding noch offen. Ein einziges. Sauerstoffsättigung ist in Ordnung, ja? Ja. Die Temperatur wollte ich eigentlich gucken. Ja. Das ist klar. So, also hier ist die Frage, wie unterteilen wir das alles hier? Diese hintere Sektion könnte man ja möglichst platzsparend durch das Ding durchbauen. Das ist interessant. Das ist ja die klassische Frage nach Optik oder Funktionalität. Weil sondern theoretisch braucht der Antrieb hier nicht irgendwie krass. Moment, ich glaube, hier ist es hat sich hier jemand eingemauert, was natürlich noch besser ist. Okay, ich glaube, es geht so nicht, wie wir das hier machen wollten. Wir brauchen noch ein Ding mehr Platz. Jetzt kann ich, ob da jemand hinkommt, wenn das hier nicht erreichbar ist. Ja. Hier glaube ich das Problem, ne? Und den hier noch leider. Dann müssen wir den hier noch dazu nehmen, damit es schön aussieht. So. Machst du so. Genau. Ja, das ist schon okay. Hauptsache, niemand ist eingemauert da hinten. Das ist mal das Wichtige. Dann bei den Objekten. Lebenserhaltung. Ja, also ein nettes wandmontiertes Thermostat hier. Wäre schon angebracht, vielleicht auch gleich zwei. Und natürlich hier irgendwo auch einen Stromknoten. Schön mittig. Ich wurde der so schnell gebaut, wow. So, dann warten wir mal ab, wann
Ach, warte mal, ich muss den erst aktivieren. So, dann baue das mal kurz aus hier. Dann ist dieser Teil zumindest auch fertig. So, also, ne, wie gesagt, außer wenn die Leute, die das hier schauen, dann seht ihr kommentiert, ab und zu ist ja taggen. Also, wenn ihr wollt, dass wir hier weiterspielen, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann können wir uns das immer noch überlegen. Ja. Dann finden wir vielleicht auch noch irgendwann ein neues Besatzungsmitglied, man weiß es ja nicht. Schön wär's, ja. Kater, warte, da wartet jetzt geduldig auf den Boden hier. Du kannst auch singen. Als Johnny. Ja. Im Boden rumliegen wie so ein Hund. So. Koppeln wir dich mal hier dran. Jo, Johnny. So sieht gut aus, ne? Geht da hin. 16 Grad sind absolut akzeptabel, würde ich sagen. Oh, ist schon fertig. Okay, heißt... Jetzt... Machen wir das mal so zunächst mal. Genau, und jetzt geht das hier auch ohne weiteres. Perfekt. Ja, wir sollten ja jetzt eigentlich auch uns nochmal so einen Antrieb bauen hier. Einrichtungen? Nein, System. Ein Tech-Block dafür. So. Ich hoffe, dass wir einen Tech-Block noch hinbekommen. So, das heißt, wir brauchen einen Optronik. Eins geht noch. So. Dann habe ich nämlich auch hier den genauen, weil es tatsächlich hier einfach so sein müsste, wenn ich mich da nicht ganz vertue. Hier, hier und dann hier die Tür, so. Dann könnte man ja hier irgendwie noch so einen Gang machen, das heißt so einen Raum. So ein Durchgangsraum. So, und was wir hier dann reinmachen, ist halt Zukunftsmusik mehr oder weniger. Okay. Ja, was wir auch brauchen werden, sind natürlich hier Lampen. Wenn es dann soweit ist. Und hier dann dazu noch. Okay. Muss natürlich alles passen. Wir haben noch genug von allem. Ja. Und das Schiff, wir können mal gucken, ob wir handeln können. Vielleicht wäre es ja nicht. Ich habe schon wieder Bock aufs Spiel. Das ist unglaublich. Das ist immer, wenn ich anfange zu spielen. Wenn ich dann zwischen den Aufnahmen bin, denke ich mir so, ja, man könnte es ja langsam beenden. Und dann. Will ja auch nichts verpassen. Ich meine, es kommt ja, die Updates sind ja relativ häufig. Ja. Aber halt ein neues Gimmick hier. 0,1. Dünger. Gimmick schon natürlich der Substanz, die in Hochbeete gehört, um das Salzwachstum zu fördern. Das macht ja auch automatisch, ne? Da muss ich nicht extra. Ja. Passt. Passt, passt. Wir haben wieder genug Energieblöcke, um da ist ja einer, wir bräuchten ja definitiv dann hier hinten noch einen. So, von der von hier. Ist da irgendwo hin? So, die zwei. Ist ja noch nicht optimal, aber... Ja genau, und dann die Sonnenkollektion. Warte mal, ist das Schiff ist da halt? Du. Handel ist gestattet. Guten Tag. Grüßen, wer seid ihr denn? Ihr seid... Sklavenhändler. Ja, lasst uns Handel treiben.
So, ihr habt Wasser, was wir uns wahrscheinlich holen werden. Ja, neuer Handel. Ihr habt auch Eis. 10 Wasser. Oh, ihr habt Edelmetalle. Oh mein Gott. Jackpot, Freunde. So, ihr habt auch Geld. Haut mal her, das Geld. Haben wir keine Waffen mehr? Doch, wir haben noch Kleinwaffen. Massig. So. Das ist mal Deal Nummer 1. Deal Nummer 2 ist... Nein, nicht der Miau und der Charlie. Das Eis. Das Eis. Hier bezahlen wir auch mit Pistolen. Wirklich, schlau, dass es eigentlich Piraten mit Pistolen zu beliefern, aber gut. Neuer Handel, hier die Edelmetalle. Das ist genau das, was uns hier fehlt eigentlich. 3000. Wie viel Geld haben wir? Das würde reichen. Ich könnte es aber auch ein bisschen abfedern. Wir haben eine Menge Fleisch. So. Dann verkaufen wir 5 davon. Super. Okay, sie wollen keine Edelmetalle mehr? Alles klar. Ja, das war doch mal jetzt ein erfolgreicher Handel. Och, Charlie. Ich kann jetzt nicht. Ja. Ich hab dich ja auch lieb. Wow. Gleich nach der Folge spielen wir. So, bisschen Schnelldurchlauf hier. Jo. Bist ja ein guter. Bist ja ein super guter Cat. So, dann warten wir mal ab, bis hier alles fertig wird. So, ihr. Ah. Jo. Ah, mich Katerchen hier. So. Liegt das Katerchen jetzt hier? Gebissen. Kratzt. Alles. Volles Programm. Und ich sei jetzt zufrieden. du musst dahin und du dahin. Das war ja der Deal hier in der Ecke. So, jetzt können wir auch ein paar mehr Lichter hier platzieren. Einrichtung. Auch hier direkt gegenüber war der Plan. So, dann ist die hier. Wenn der gibt es noch gar nicht. Hier auf jeden Fall. Hier. Auch ernsthaft. Ich halt eins nach hinten. Kann ich da auch ein Licht hinbauen? Das sind immer so blöde Einschränkungen. Ne? Die eigentlich völlig unnötig sind. Man muss halt irgendwie rankommen können an das Licht offensichtlich. Das ist bedauerlich, aber ich glaube dir. Okay. Gott, diese Knotengeschichte, ne? So würden wir, sag ich mal, einen Großteil hier abdecken. Aber alles halt auch nicht. Ja. Naja, was soll's. Notwendig ist ja nichts hier von momentan, aber... Wenn wir es schon bauen, dann ordentlich. So, ja, noch einen Stromblock. Genau einen. So, unsere Drive-Geschichte ist jetzt auch effizient wieder unterwegs, was super ist. Wir haben eine Menge Dünger. Ja, dann können wir eigentlich auch am nächsten Tag weiterspringen. Ich habe mal ja auch vollständig ausgejinxt, ne? Hier ist noch Zeug. Wieso ist da noch Zeug? Komisch. Keine Ahnung, wieso sie das haben stehen lassen. Naja, ihr seid aber, ihr habt alles im Griff hier. Also kommt, wir fliegen mal weiter hier.
Tu mal die Navigation vorbereiten, Sprung vorbereiten. So, und springen. Whee. Mal ab ins innere System hier. Hier gibt es eine Menge Spaß zum Abbauen. Das kann man gut gebrauchen, alles. Wenn ich jetzt das Schiff mehr weniger in seiner finalen Form fertig. Ah, das ist mein Desktop übrigens. Passiert immer, wenn ich versuche, Screenshots zu machen, das Spiel irgendwie wonky wird. Generell passiert nicht bei diesem Spiel. ja. Also hier irgendwie in die Mitte. Also, alles abbauen. Schön. Das Blöde ist, dass das Tricolor wieder alles alleine machen muss. Ja, bevor jemand irgendwie so eine Drohne hier gegen das Schiff fliegt und alles kaputt geht, lassen wir es lieber. So, wieder aufbereitungsmäßig. Ja, könnten wir Infrastruktur halt auch noch 10 Jahre aufbereiten, aber... Wir haben jetzt auch Zeit erstmal. Eine Menge. Die man jetzt mal dazu bewegen könnte. Auch mal einen Energieblock. So just in case. Dass hier eine Lüge ist und wir tatsächlich eigentlich keinen mehr haben. Unsere normalen Energiegeschichten sind ja halt. Ich muss jetzt mal suchen. Ist es hier drin? Ja. Naja, aber was wir jetzt machen können, ist ja Elektronik herstellen. Also, ja. Tu es. Oh, jetzt gab es eine Betriebsstörung hier oben. Hat gerade gesehen. Unangenehme Umgebung. Die Umgebung hier ist äußerst angenehm, ja. So. Naja, hier ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen dunkel überall. Da sollten wir auf jeden Fall auch an der Seite hier mal angehen, hier. Hier eins, da eins, da eins, da eins, da eins. Eigentlich, warte mal, doch. So. Die Hops verschoben. Jetzt haben die bestimmt dann wieder keinen Strom hier außen. Oder am besten wahrscheinlich in der ganzen Mauer. Weil ich kann es ja überprüfen. Ja. Hier ist ein bisschen stromlos alles. Und dann ist es so ein bisschen heller. Ja, wer ist wo am Machen? Ist irgendjemand überhaupt hier draußen am Machen? Nein? Schon wichtige Ressourcen. Was haben wir denn nicht? Hypertreibstoff. Das ist ja wohl ein Gerücht. Wenn ich wollte, könnte ich ja mehr herstellen. Machen wir das mal. Nicht, dass hier die Leute auf dem Schiff denken, oh mein Gott, das ist ja alles so knapp. Wieso fliegt keiner raus? Ach, fliegt keiner raus. So. Aber Tricol war da ja nicht dran. Ja. Hier, da ist er jetzt. Gut. Baut erstmal die wichtigen Kunststoffe ab. So, hier hinten wird weitergebaut. Gute Arbeit. So, jetzt wird hier alles viel heller und schöner. Dass ich ja überlegen, das einen Aufenthaltsraum zu machen oder so, aber brauchen wir den wirklich? Leerlauf im Betrieb. Es sind ja die ganze Zeit Leute. Eigentlich müsste der ja genug Zeug jinxen können. Ist das blockiert? Eigentlich ist das... Da ist das blockiert. Es wurde ja noch nicht abgeholt. Das ist das Problem. Kann mal jemand hier das abholen? Vielleicht. Also man kann da definitiv hin, ne? Jetzt müsste sich nur jemand mal drum kümmern.
Oh Junge, haben wir eine fette Ernte hier. Ja. Dieses Strom-Node-System finde ich irgendwie, weiß ich nicht, man müsste die irgendwie ausbauen können, weißt du, dass man sagt, ich grade das einfach ab, statt ein neues zu bauen für denselben Preis, dass der ja, Radius größer wird. Das würde verhindern, dass man hier diese ständigen Überlappungen hier hat, die völlig unnötig sind. So, dann hat hier alles Strom noch und hier, meinte ich mal hier irgendwie so. Ist völlig notwendig. Du weißt ja, dass wir dann trotzdem, obwohl das im Boden ist, wir können trotzdem nicht drauf bauen. So. Alles für ein bisschen Licht. Nutzlose Räume. Ist das hier eigentlich wirklich so kalt oder sieht das nur so aus? Minus 6 Grad, hä? Okay. Vielleicht sollten wir doch nochmal einen Thermostat oder so hier reinpacken. So, hier an die Wand. Hier an die Wand. So. Dann zieht sich ja lieber den Arsch auf, falls er mal den Hyperantrieb irgendwie instand setzen muss oder so. Geschickt erst schon? Okay. Dann warten wir mal ab, bis hier die Nacht vorbei ist. Nein. Ja, die Logistik wird verlassen, ich merk's. Das ist deswegen. Die Logistik, Leute. Was wir hier hinten machen könnten, wären mehr große Lager. Allgemein halt mehr Lager, die hier in der Nähe davon sind. Die könnten wir hier in dieses Eck so ein bisschen stellen, wa? Und diese Lampe wegbacken da. Gesagt, demontier die einfach. Und dich werden wir dann auch demontieren. Können wir das zweite Lager nämlich auch noch so dahinter machen, also so. Dann könnten wir das ja effizient machen, dass die ganzen Baublöcke hier reinkommen. Alles, was hier halt hergestellt wird. Und der ganze Loot und der ganze Scheiß da hinten. Wobei eigentlich macht es Sinn, dass alles hier hinkommt. Eigentlich. Leute. Das ganze Essen halt. Essen ist eigentlich relativ egal, wo es hinkommt. Ja. Okay, sehr nett. Oh, ist es nett. Das heißt, wir verlegen aber die Lampe hier hin, so. Ja, die Lampe hat leider echt Pech, aber ich könnte sie noch hier in die Ecke stellen. So. Und sie echt eigentlich überall hier schön erleuchtet haben. Mal hier nur eine hin. Da ist nämlich schon einer auf der Seite. Ja, das Cockpit ist auch nicht so der angenehmste Ort hier zu arbeiten. Ein bisschen dunkel vielleicht. So. Mal da noch eine Lampe hin. Hier bei den potenziellen Gefangenen. Da können wir auch nochmal ein paar Lampen hinmachen. Bei diesem Antrieb hier. Ja, nicht an diese Wand aber. Es sind ja nur Werkzeuge. So, ich hoffe, die kommen halt auf die Idee, dass, ne, dass das Lager hier natürlich am nächsten dran ist. Genau, und sie das alles hier hinpacken. Eigentlich müssen sie schlau genug sein dafür. Oh, dann haben wir hier gleich dann das nächste. Prästig. Hätte ich mal einen Hauch von Effizienz hier dann drin. Auch nur ein Hauch, aber trotzdem. Was sagt der Abbau? Abbau ist fast fertig, das heißt, wir können auch gleich weiterspringen. Schön. So, könnte jetzt irgendjemand den Scheiß hier mal abholen. Da ist nichts im Weg. Ja. Danke. Wirklich. Danke. Kannst du ihn nämlich weitermachen? Hup. Ja,
da eine Kiste stellen und dann erstmal Kaffee trinken gehen. Ja, solche Leute kenne ich. Okay. Ja. Tja, dann würde ich sagen, dass es das mal für den Moment gewesen sein sollte. Ich werde mal gucken, dass sobald noch mehr Updates kommen, neue Geschichten reinkommen. Also wie zum Beispiel jetzt dieses Kompostier-Ding, dass ich dann wieder ein Video mache. Ich hoffe, ich bekomme alle mit, aber normalerweise soll ich das ja im Stream mal sehen. Ja. Und ja, Space Haven ist auf jeden Fall auch weiter in unserem regulären Coverage drin. Das könnt ihr alles sehen in der Videobeschreibung, wenn ihr auf das Programm klickt und dann ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr dort die erweiterte Coverage und das sind Spiele, wo ich immer wieder reinschaue, weil mich da die Entwicklung interessiert. Genau, in diesem Sinne macht es gut. Und wie gesagt, wenn ihr unbedingt wollt, dass das hier weitergehen soll, dann ja, betätigt eifrig die Like-Taste unter dieser Folge und kommentiert. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr das wirklich sehen wollt und dass das nicht nur Bots sind, dass sie sich das hier immer angucken. Und dann können wir immer noch drüber reden, ne? Also, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Torren.